So, und Sie haben nach der Motivlage gefragt. Vielleicht sollten Sie versuchen, sich an den Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums mit dieser Frage zu wenden. Der kann das vielleicht noch besser erklären als ich. Ich würde gerne im Namen von Außenminister Steinmeier und im Namen der Bundesregierung Ihnen etwas sagen zu den Ereignissen der letzten Nacht westeuropäischer Zeit in Nordkorea. Wir müssen nach allem, was wir bereits jetzt wissen, davon ausgehen, dass Nordkorea in der vergangenen Nacht erneut einen Atomtest unternommen hat. Sollte sich das als bestätigt herausstellen, verurteilen wir das auf das Allerschärfste. Das nordkoreanische Atomprogramm und die wiederholten Atomtests sind ernste Bedrohungen für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und ein Angriff auf das weltweite Regime der Nichtverbreitung. Mit der erneuten Verletzung von Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen stellt sich Nordkorea gegen die Grundsätze der Völkergemeinschaft und gefährdet die regionale und internationale Sicherheit. Wir fordern Nordkorea nachdrücklich auf, sich entsprechend der Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu verhalten und zum Verhandlungstisch zurückzukehren. Jetzt muss es schnell darum gehen, dass die internationale Gemeinschaft entschlossen und deutlich auf das Verhalten Nordkoreas reagiert. Vielen Dank. Herr Jung, dazu. Zu Nordkorea? Ja. Herr Schäfer, Nordkorea spricht ja, dass es eine Wasserstoffbombe war. Die Südkoreaner sagen, es war eine Atombombe. Haben Sie da erstmal Erkenntnisse, was es sein soll oder sein könnte? Ja, es ist für eine abschließende Bewertung zu früh. Sie können sich denken, dass wir mit unseren Partnern mit Hochdruck daran arbeiten, genau herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Und Sie haben auch recht, Herr Jung. Es macht Sinn, in Frage zu stellen, was da heute als Heldennachricht von den nordkoreanischen Behörden verbreitet worden ist. Vielleicht sage ich zunächst erstmal, was heute Morgen bereits geschehen ist und weiter geschehen wird. Herr Steinmeier hat, ich glaube, direkt im Anschluss an die Kabinettssitzung mit seinem japanischen Kollegen telefoniert. Der ist nicht nur stark betroffen, weil er ein Land vertritt, das in der gleichen Region ist. Der japanische Außenminister ist ja auch seit Anfang Januar Vertreter des G7-Vorsitzes und hat deshalb ein ganz besonderes Interesse daran, eine schnelle, zügige und entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft zusammenzubringen. Darüber hinaus kann ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung natürlich heute noch in geeigneter Weise mit den Vertretern des Regimes in Nordkorea, des Staates Nordkorea, Kontakt aufnehmen wird, um Ihnen unmissverständlich die Haltung der Bundesregierung, die ja unisono die Haltung der Staatengemeinschaft ist, zum Ausdruck zu bringen. So, jetzt die Frage, was ist tatsächlich passiert? Ich glaube, es ist zu früh, das zu diesem Zeitpunkt zu sagen. Es gibt ein weltweites System von Messstationen, an denen sich Deutschland beteiligt. Das geschieht in Deutschland durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wir haben in einem Netzwerk mit anderen Partnern einige Messstationen im Einsatz. Und um sozusagen wirklich wasserdicht sagen zu können, ob es da zu einem Atomtest oder gar zu einem Test einer Wasserstoffbombe gekommen ist, muss ein Nachweis von Radionukleiden erfolgen. Das dauert naturgemäß ein bisschen. Die Ergebnisse oder das, was wir bislang wissen, ist im Grunde der seismische Effekt dessen, was da geschehen ist. Das kann aber unterschiedliche, auch geologische Ursachen haben. Das ist alles sehr unwahrscheinlich, weil man davon ausgehen muss, dass der seismische Effekt ausgegangen ist von dem Ort in Nordkorea, in dem auch in der Vergangenheit bereits Atomtests durchgeführt worden sind. Insofern spricht doch sehr viel dafür, dass da etwas geschehen ist. Auf Ihre konkrete Frage, Herr Jung, war das ein Test einer Wasserstoffbombe, muss ich Ihnen leider mangels konkreter, belegbarer Hinweise eine Antwort bis jetzt schuldig bleiben. Zusatz? Wie interpretieren Sie denn so einen Test? Also warum, glauben Sie, tut Nordkorea sowas? Und Sie sagten gerade, in geeigneter Weise will man sich mit den Nordkoreanern verständigen. Was heißt denn das? Also ruft man da an, sendet man eine diplomatische eine Mail? Wie ist das? Ja, man kann das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Jetzt ist es geplant, dass der nordkoreanische Botschafter aus diesem Anlass ins Auswärtige Amt einbestellt wird. Das Instrument der Einbestellung ist ein klassisches.
dann, wenn ein Gastland, in diesem Fall die Bundesregierung, ein Interesse daran hat, eine deutliche Botschaft, vielleicht sogar ein Protest an die Adresse eines Gaststaats zu richten. Das wird heute am frühen Nachmittag aller Voraussicht nach passieren. So, und Sie haben nach der Motivlage gefragt. Vielleicht sollten Sie versuchen, sich an den Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums mit dieser Frage zu wenden. Der kann das vielleicht noch besser erklären als ich. Ich glaube, es ist nicht unbedingt meine Aufgabe, mich jetzt in die Denke und die Haltung Nordkoreas hineinzuversetzen. Aber das bisherige Verhalten Nordkoreas in den letzten Jahren zeigt doch, dass es null Bereitschaft von Seiten Pyongyangs gibt, sich der klaren Haltung, auch dem Völkerrecht und den Wünschen der Völkergemeinschaft unterzuordnen. Das gilt ausdrücklich auch vielleicht für das letzte Land, mit dem Nordkorea noch intensivere, auch diplomatische, engere politische Beziehungen unterhält, nämlich China. Es ist doch ganz bemerkenswert, dass auch offizielle Vertreter Chinas sehr früh, heute Morgen bereits, sich in aller Deutlichkeit zur Verletzung von Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen durch Nordkorea geäußert haben. Und das weckt bei uns die Hoffnung, auch die Erwartung, dass es gelingen kann, doch sehr zügig eine geeignete Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft zusammenzubringen. Da gibt es ja, wie Sie wissen, sogenannte Sechs-Parteien-Gespräche, in denen über das nordkoreanische Atomprogramm seit vielen Jahren verhandelt werden soll. Die Nordkoreaner verweigern sich seit langer Zeit diesen Verhandlungen. Wir wünschen uns, dass das bald wieder gelingt und dass diejenigen, die Einfluss auf das Regime in Pyongyang haben, diesen Einfluss entsprechend auch geltend machen. Herr Sobolewski. Dr. Schäfer, zwei Nachfragen. Die eine ist, Sie hatten China gerade schon angesprochen. Plant der Bundesaußenminister auch mit seinem chinesischen Amtskollegen zu sprechen? Ich will das nicht ausschließen. Ich kann das aber nicht bestätigen. Ich glaube, wir machen das hier immer so, dass wir nicht über Planungen von Telefonaten berichten, sondern darüber, dass und wenn solche Gespräche stattgefunden haben. Und die andere Frage wäre, was verbirgt sich denn hinter der Formulierung geeignete Reaktionen? Welche Instrumentarien liegen denn da auf den Tisch und wie machtlos ist eigentlich die EU in diesem Fall? Ja, also ich glaube, machtlos ist in diesem Fall absolut nicht das richtige Adjektiv. Die Europäische Union ist im Einklang mit der internationalen Staatengemeinschaft, mit den wichtigen Spielern und Akteuren der Region, mit China, mit Japan, mit Südkorea, mit den Vereinigten Staaten von Amerika, sehr engagiert dabei, den Koreanern verständlich zu machen, was der Willen und der Wunsch der internationalen Staatengemeinschaft ist. Wir erleben ein Regime, das sich dem obstinent verweigert. Und die Instrumente, die der internationalen Staatengemeinschaft zur Verfügung stehen, sind auch bereits in der Vergangenheit genutzt worden. Und da kann man durchaus die Schraube ja auch noch weiter anziehen. Ich würde da durchaus nicht ausschließen, dass es möglich ist, auch gemeinsam zu überlegen, ob nicht neue Sanktionsmaßnahmen etwa vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verhängt werden könnten. Nun ist Deutschland derzeit nicht Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und deshalb sozusagen nicht ganz vorne dabei. Aber bei den Beratungen, das habe ich gerade versucht zu erläutern, darüber, was jetzt die richtige Antwort wäre, sofern es sich tatsächlich wasserdicht bestätigt, dass das ein Atomtest war, sind wir natürlich aktiv beteiligt.